wir beginnen jetzt mit dem vierten und letzten Teil dieser Konferenz. Wir haben schon viel gehört, viel diskutiert, viel gedacht und geredet, viel Input aufgenommen. Und es geht jetzt weiter mit noch mehr Input. Aber heute Nachmittag in diesem letzten Teil werden wir noch ein paar neue Perspektiven beleuchten. Und zwar die Perspektive, auch so ein bisschen die ethische. Was wollen, nicht nur was können wir, sondern auch was wollen wir eigentlich. Und dafür haben wir noch mal drei spannende RednerInnen. Und den Auftakt macht Raphael von Thiessen. Vielen Dank, Raphael, bist du heute hier. Es ist nochmal Kanton Zürich an der Reihe. Also wir haben heute starke Präsenz auch der Kantone. Raphael wird uns heute in seiner Funktion als Project Lead New Technologies beim Kanton Zürich am Amt für Wirtschaft und Arbeit einen Einblick geben in die Sandbox. Sehr interessant. Dein Titel deines Vortrags ist Play and Learn, eine Sandbox für die Zukunft von KI. Raphael, du bist auch selbstständig mit Momentum Collaboration, wo du zukunftsfähige Konzepte für Organisationen entwickelst und du warst zuvor bereits beim Think Tank Wire. Wir sind sehr gespannt, was du uns über die Zukunft erzählen wirst. Vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich hier die Sandbox vorstellen darf. Wir haben bereits sehr viele spannende Vorträge gehört und ich hoffe trotzdem noch eine etwas andere Perspektive einbringen zu können. Wir haben nämlich die Frage, was kann die Verwaltung tun, um den KI-Standort weiterzuentwickeln? Ich möchte das anhand von vier Themen tun. Zuerst ein paar Worte zur Perspektive, mit der wir auf das Thema KI blicken, weil das sehr relevant ist für den Kontext. Dann die Initiative selbst, was ist die Innovation Sandbox für KI? Und dann ein paar ganz greifbare und fassbare Projekte und Beispiele aus der Sandbox und noch einen kurzen Ausblick, wie es dann weitergeht und wie vielleicht auch einige Teilnehmende hier im Raum in Zukunft eine Rolle spielen könnten. Zuerst ein paar Gedanken. Wenn wir über den KI-Standort Zürich nachdenken, dann unterscheiden wir sehr stark zwischen dem Einsatz von KI in der Verwaltung selbst und der Regulierung, die unserer Meinung nach hoffentlich auch innovationsfreundlich gestaltet werden wird. Wir sind dort in einem großen Spannungsfeld auch mit dem technologischen Fortschritt, haben heute bereits sehr viel darüber gehört. Sehr schwierig auch für die Verwaltung, mit diesen technologischen Entwicklungen mitzuhalten. Wir haben auch andererseits, nur ganz kurz angeschnitten, einen geopolitischen Wettbewerb. Und dort ist es ganz wichtig, dass wir uns neben den Großmächten im KI-Bereich, neben den USA, neben der EU und neben China auch positionieren und auch darüber sprechen und diskutieren, wie so eine Positionierung aussehen könnte. Und als drittes Element dann auch noch die Bevölkerungsperspektive, eine gesellschaftliche Sicht, wo auch die Risiken und die kritischen Aspekte für die Bevölkerung ein hohes Gewicht haben sollten. Aus unserer Sicht, wir haben eine hervorragende Ausgangslage im Kanton Zürich. Wir haben bereits sehr viele Innovationen in der Forschung einerseits, aber auch auf der Unternehmensseite mit kleinen Spin-offs, Start-ups bis zu allen großen Big Techs, die im Raum Zürich angesiedelt sind. Wir haben uns jetzt gefragt, was können wir aus der Verwaltung tun, um diesen globalen Hub in Zukunft auch weiterzuentwickeln und langfristig und nachhaltig auch zu gestalten. Wir haben dann eine relativ holistische Perspektive eingenommen, eine Strategie definiert mit drei Säulen. Zuerst in der ersten Säule geht es vor allem um die Innovationsförderung selbst. Da ist zum Beispiel die Sandbox ein Teil davon. Wie können wir die Rahmenbedingungen für Innovation verbessern und optimieren? Was können wir anbieten? In der zweiten Perspektive, die heute noch ein bisschen weniger eingenommen wurde, geht es auch um den Bevölkerungsdialog. Wir machen beispielsweise eine Roadshow im Kanton Zürich. Wir gehen wirklich in die Gemeindesäle und diskutieren mit den Menschen über die Chancen und Herausforderungen im Bereich KI. Es geht dort auch darum, die Akzeptanz, das Verständnis und die Literacy in diesem Bereich zu erhöhen, weil wir davon ausgehen, dass wir nicht uns als globalen KI-Hub präsentieren können in der Verwaltung, Wirtschaft und Forschung und gleichzeitig einfach die Bevölkerung vernachlässigen. Das dritte Thema ist dann mehr noch das klassische Standortmarketing, wo es auch darum geht, die Standortvorteile international zu kommunizieren, Investments anzuziehen, Talente hier hinzuholen und eben, wie gesagt, diesen lokalen KI-Hub weiterzuentwickeln.
Nun zur Innovation Sandbox selbst. Was ist das für eine Initiative? Wir haben ein Konsortium aus ganz verschiedenen Institutionen, die eine Arbeitsgruppe gebildet haben. Wir haben aus dem Kanton Zürich diverse Institutionen. Matthias Matzenauer mit dem Statistischen Amt war heute Morgen schon hier und auch die Staatskanzlei, die digitale Transformation verantwortet. Wir haben aber von Anfang an gesagt, dass das Thema KI nicht an den Kantonsgrenzen aufhört. Das heißt, wir haben von Anfang an mit dem Metropolitanraum Zürich zusammengespannt und dort sind 9 Kantone vertreten und ganz viele Gemeinden und alle diese Institutionen sollen von dieser Sandbox profitieren können. Der Kanton Schwyz war ebenfalls Teil davon, um eben diese interkantonale Zusammenarbeit zu stärken. Auf der Forschungsseite natürlich auch das Powerhouse, das ETH AI Center, das hier mit über 100 Professuren im AI-Bereich am Entstehen ist. Wir haben auch die Digital Society Initiative und ganz wichtig das ITSL, das ist ein kleines Institut der Universität Zürich, das sich vor allem um die Schnittstelle zwischen Recht und Technologie kümmert und auch alle regulatorischen Abklärungen übernimmt. Nun zum eigentlichen Thema, was ist eine Sandbox? Ich denke, wenn ich 10 verschiedene Leute hier frage, haben 10 verschiedene Antworten. Jeder hat ein bisschen ein anderes Verständnis, was eine Sandbox ist. Der Ursprung des Begriffs hat eher so eine technologische Komponente. Leute mit Tech-Background haben oft Software-Production, eine technische Infrastruktur im Kopf. Leute aus der Politikwissenschaft oder dem rechtlichen Bereich verstehen mehr eine Regulierungs-Sandbox, wo Vorhaben überprüft werden, beispielsweise in der Finanzwirtschaft, in der Landwirtschaft oder eben im KI-Bereich. Für uns ist die Sandbox eine Testumgebung, die Lerneffekte im Bereich KI ermöglicht und ganz wichtig, alles, was wir in dieser Sandbox lernen, soll so breit wie möglich geteilt werden mit anderen Gemeinden, Kantonen oder dem Bund oder allen anderen interessierten Institutionen. Wir haben 2 verschiedene Themenbereiche definiert, wo wir wirklich unterstützen können. Das eine ist die regulatorische Begleitung von KI-Projekten. Es konnten KI-Projekte eingereicht werden. Wir übernehmen Abklärungen im Bereich Datenschutz, im Bereich autonomes Fahren etc. werden dort auch viele Erkenntnisse produzieren, die wir dann breit teilen. Das andere ist die Datenbereitstellung und dort geht es vielmehr darum, dass die Verwaltung auf Datenschätzen sitzt und diese auch zugänglich gemacht werden. Und wir probieren wirklich diese beiden Achsen auch zu verbinden und anders als im Ausland, wo oft Regulatory Sandboxes umgesetzt werden, probieren wir wirklich auch in die Umsetzung zu gehen, zu implementieren. Das ist jetzt alles relativ abstrakt, darum kommen jetzt wirklich auch die Beispiele, um das wirklich auch fassbar zu machen. Wir haben letztes Jahr 21 verschiedene Vorhaben erhalten von Startups, von großen Technologiekonzernen, von Forschungsinstitutionen. Und diese 21 Vorhaben widerspiegeln sehr gut die Querschnittstechnologien, die hier im Einsatz sind und wirklich sämtliche Sektoren der Verwaltung, aber auch im öffentlichen Leben verändern werden. Wir haben dann diese 21 Vorhaben genommen und basierend auf transparenten und öffentlichen Kriterien evaluiert und sind dann in die Umsetzung übergegangen und sind jetzt gerade daran, bis Ende Jahr 5 verschiedene Use Cases auch wirklich umzusetzen mit Partnerorganisationen wie Ämtern oder Städten oder auch Flugplätzen, wie wir gleich sehen werden. Nun zum ersten ganz konkreten Projekt. Das Thema Parkplatzmanagement ist überall in der Schweiz ein großes Thema. Wir nutzen hier Bilderkennung im öffentlichen Raum, um einerseits das Verkehrsmanagement zu verbessern und andererseits auch die Parkleitsysteme einzuführen, die dann der Bevölkerung auch helfen können, freie Parkplätze zu finden. Unabhängig von der politischen Ansicht über dieses Thema ist es in sehr vielen Gemeinden oder Städten ein großes Thema und darum probieren wir hier Erkenntnisse zu gewinnen, die wir dann mit verschiedenen anderen Städten teilen können. Jetzt, wenn wir von Kameras im öffentlichen Raum sprechen, ist das natürlich ein hochsensibles Thema. Darum ist unser Fokus bei diesem Projekt, wie können wir sicherstellen, dass wir durch Privacy by Design Maßnahmen Personendaten wie beispielsweise Gesichtern oder Nummernschildern nicht erkenntlich machen und diese sehr sensitiven Informationen gar nicht erst erfassen. Wir haben hier einen Katalog erarbeitet, beispielsweise nutzen wir für diesen Use Case eine sehr tiefe Auflösung, weil es vollkommen ausreichend ist, um Parkplatzmanagement zu verbessern. Oder die Kameras können in sehr steilen Winkeln installiert werden, damit eben wiederum Gesichter und Nummernschilder gar nicht erkenntlich sind.
oder es wird nicht mit Streams gearbeitet, sondern mit einzelnen Kamerabildern, die alle 2 Minuten ein Bild machen. Fußgängerzonen können mit Privacy Masks ausgeblendet werden. Es gibt ein ganzes Set von Maßnahmen, die wir anwenden können, um hier eine sehr verantwortungsvolle Innovation zu betreiben und diese Erkenntnisse dann öffentlich mit anderen Städten und Gemeinden zu teilen. Im zweiten Projekt geht es um autonome Nutzfahrzeuge, hier ein autonomer Traktor und ein autonomer Rasenmäher. Wir haben gesehen, dass dort ein bisschen auch ein blinder Fleck entsteht. Viele Leute sprechen über autonome Taxis oder Lastwagen, aber was wir gesehen haben, dass neue Fragen entstehen im öffentlichen Bereich. Also was ist beispielsweise, wenn so ein Traktor von einem Feld über einen Spaziergängerweg auf ein anderes Feld fährt? Was gilt, darf er das? Muss er sich dann als Fahrzeug immatrikulieren lassen? Was ist mit Haftungsfragen? All diese Fragen schauen wir an, erarbeiten einen Katalog, einen Leitfaden, den wir dann mit Herstellern in diesem Bereich teilen können. Weil wir auch oft gesehen haben, dass viele Hersteller in diesem Bereich sehr stark auf die Produkte fokussiert sind und die Regulierung und die gesetzliche Grundlage erst im Nachgang eigentlich eingearbeitet werden. Das dritte Beispiel, hier sind wir beim Militärflugplatz in Dübendorf, wo wir mit Drohnen Daten bereitstellen, hoch aufgelöste Bilddaten, die dann dazu dienen sollen, dass das Unternehmen IBM Research Früherkennung betreiben kann im Bereich Infrastrukturwartung, dass Risse und Beschädigungen frühzeitig und automatisiert erkannt werden. Hier geht es vielmehr um die Datenbereitstellung innerhalb des kantonalen Ökosystems, wie wir solche Innovationsprojekte unterstützen können und natürlich auch verantwortungsvoll umsetzen können. Das vierte Thema wurde heute auch schon genannt, die maschinelle Übersetzung. Ich denke, gesamtschweizerisch ein riesengroßes Thema. Hier arbeiten wir mit einem Handelsregisteramt, wo es darum geht, die Handelsregisterauszüge automatisiert zu übersetzen und das im Idealfall besser als durch generische Modelle. Hier arbeiten wir mit einer externen Firma, die auf Schweizer Recht und maschinelle Übersetzung spezialisiert ist. Und das Endprodukt ist dann aber eigentlich im eigentlichen Sinne die Empfehlung, die wir abgeben können, wie kann man verantwortungsvoll maschinelle Übersetzung im Verwaltungskontext einsetzen. Das fünfte und letzte Beispiel ist aus dem Bildungsbereich. Hier geht es um eine App, mit der Primarschülerinnen und Schüler automatisiert ihre Hausaufgaben korrigieren können. Handgeschriebene Lerninhalte werden da durch Bilderkennung korrigiert und man kann sich fragen, wieso das in der Sandbox ist. Es ist deshalb sehr relevant, weil viele solcher digitalen Tools werden bereits flächendeckend in den Schulen eingesetzt, ohne dass sich die Akteure, die für die Umsetzung verantwortlich sind, wirklich Gedanken machen, was die rechtlichen Grundlagen sind. Hier beispielsweise handelt es sich bei handgeschriebenen Lerninhalten um biometrische Daten, um besonders schützenswerte Daten. Wie können wir sicherstellen, dass dort die personenbezogenen Daten von Kindern nicht auf Vorrat gespeichert werden? Was sind Maßnahmen, die wir hier ergreifen können? Und ein ganz spezifischer Aspekt ist auch die Früherkennung von Lernschwächen, die algorithmisch unterstützt werden könnte, was wiederum ganz neue Fragen im Bereich der Gesundheitsdaten aufwirft. Und so probieren wir eigentlich alle diese 5 Projekte umzusetzen, aber eigentlich auf der Metaebene Erkenntnisse darüber zu gewinnen, die wir dann mit anderen Akteuren teilen können und eben beispielsweise Best Practices im Bereich Smart Parking oder eben Empfehlungen, rechtliche Grundlagen zu klären etc. Auf der Metaebene setzen wir uns natürlich auch mit der Sandbox an sich als Konzept auseinander. Wir sind jetzt daran auch zu schauen, wie wir dieses Konzept in einer nächsten Phase optimieren können. Darum hier noch ein kurzer Ausblick und wieso das vielleicht auch relevant für Sie sein könnte. Wir haben jetzt diesen Rollout geplant. Aktuell sind wir noch in der Pilotphase. Ab Mai 2024 werden wir das Ganze dann ausrollen. Wir wollen die Erkenntnisse der Pilotphase natürlich weiterverwerten. Wie machen wir das? Neben diesen Reports, das ist alles schön und gut, machen wir auch viele Workshops und Events mit interessierten Gemeinden, um eben in interaktiven Sessions diese Innovation zu besprechen und hoffentlich auch einen Know-how-Transfer sicherzustellen und im Idealfall sogar auch neue Projekte anstoßen zu können.
Auf der anderen Seite haben wir auch drei verschiedene Streams definiert. Das eine ist Data and Regulation, wie wir es bis anhin gemacht haben. In einer nächsten Phase wollen wir noch viel mehr auch aus der Perspektive von Challenges aus der Verwaltung herkommen, die dann eben mit einem Projektcall eigentlich adressiert werden können. Und ein drittes Gefäß noch für Spezialprojekte, die wir dann eigentlich eigenständig umsetzen können innerhalb von der Sandbox mit Akteuren wie dem ETH AI Center etc. Zum Abschluss noch ganz kurz die langfristige Perspektive. Aktuell sind wir in diesen Piloten, 5 KI-Vorhaben sind wir am Umsetzen, in einer nächsten Phase der Rollout. Und dort, ganz wichtig, ist auch eine Idee, dass wir geografisch das Ganze ausweiten können. Weil wir sagen, es braucht in der Schweiz nicht 26 Sandboxen, sondern 2 oder 3 überregionale, in der Kantone, Gemeinden zusammenarbeiten würden reichen. Und deshalb auch ganz wichtig, wir sind immer noch auf der Suche auch nach Partnern, die in einer nächsten Phase mit uns zusammen solch ein Sandbox-Konzept weiterentwickeln wollen. Und als Abschlussbemerkung noch, langfristig ist die Idee, dass diese Sandbox wieder abgeschafft wird, weil wir sind jetzt in einer Projektstruktur, wir haben dort keine stabilen Verwaltungsstrukturen und das wäre die Idee, dass viele Dienstleistungen, die wir hier erproben, dann in stabile Verwaltungsstrukturen überführt werden können und hoffentlich auch ein gewisser Impact auf der Gesetzgebungsebene stattfindet, wo wir beispielsweise regulatorische Lücken identifizieren und diese auch als Input in den Gesetzgebungsprozess einfließen lassen können. Das wäre der Gesamtüberblick. Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche Ihnen noch ein super Event.